Mi anziehen? Was? Anziehen, hallo? Das ist also die Alice. Ja, ich kann leider kein Dingsbums spielen. Schwierigkeiten. Machen wir normal. Warum immer normal? Warum nicht gleich Hardcore? Weil ich ein Leben habe. Ach ja, dann war ja was. So. Spielen wir mal erstmal eine kleine Runde Alice Madness Returns. Später nochmal Bayonetta. Und jo, jetzt ist mir warm geworden durch dieses ganze Hin und Her. Jetzt muss ich nochmal kurz das Fenster aufmachen. Ja, die Sakura kennt das Spiel noch. Das Spiel ist schon echt eine Klasse für sich. Aber mir gefällt's auf jeden Fall. So, okay. Mikrofon stellen ein bisschen näher. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sarge, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Oh nein! Tut man das nicht! Wehr dich nicht! Schwarz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum! Erwache! Jo. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war. So, und damit herzlich willkommen zu einem, ja, zu Alice Madness Returns. Ein paar von euch kennen das Spiel schon, aber es ist eigentlich in meinen Augen immer noch sehenswert. Wir spielen sozusagen die kleine Alice, die ganz hübsch eigentlich ist, eine kleine Gosttante, aber super. Immer schön mit einem Schleifchen, während die anderen ein bisschen hässlich sind. Aber naja, die Alice und ihre Familie sind sozusagen in einem Haus verbrannt. Die Alice hat das einzige überlebt und die Erinnerung Mama, an der sie... Fokus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Naja, gut, wir müssen jetzt irgendwie in der Oberwelt rumlaufen. Die sieht alle so ein bisschen
verstörend aus, beziehungsweise ich würde eher sagen, die ist so angehaucht. Ich kenne das Spiel ja schon von daher. Was? Hallo, ich würde gerne hier raus. X untersuchen? Ja, komm, ist egal. Mädchenraum. Na, ihr Süßen. Doktor, nicht verkehrt, immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Ich kann reden ohne den... Ich kann reden ohne den Mund zu bewegen und habe fette Hasenzähne. Aber schöne Zöpfchen. Ja, T-Service mit einer kaputten Puppe. Super. Ernsthaft? Vergeudest wieder Doktorzeit? Halt, oh, ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Ich habe... Ja, ganz lustig hier. Jo, wir können hier in der Oberwelt eigentlich nicht viel machen. Außer nur ein bisschen umherlaufen. Aber... 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Noch. Ja, die Alice hat natürlich... ist Alleinerbin sozusagen. So gut fürs Irrenhaus. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Ja, natürlich könnte ich natürlich ein bisschen was spoilern. Weil die ja schon riesen... die Lags und die Frame-Einbrüche in diesem Spiel, falls ihr euch noch dran erinnert oder falls euch das... Schief ab, Missy. Aber flott. Alles klar. Ich glaube, da will ich auch gar nicht hin. Wie heißt? Das liegt halt daran, dass das Spiel eigentlich eine Xbox 360-Emulation ist. Das ist ungeheuerlich. Von daher. Hallo Kätzchen. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Ja, das Spiel ist auf keinen Fall kinderfreundlich. Das ist, glaube ich, auch erst ab 18 gedacht. Naja, sieht eher aus wie Frankreich industrielles Zeitalter, wo man natürlich schon schön fett die Atmosphäre erst nochmal zerfleddert. Wir müssen dieser Katze folgen. Jetzt dürfen wir dem Server. Kann ja nur wechseln. Besser als wie sich auf und von Devisen gehen. Kann das denn wirklich machen? Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Für jeweils 10 Minuten, ist klar. Der will mich also zu einer Prostituierten machen. Aber wenn ich mir mal so angucke, wie die aussehen, nee. Nee, Alice. Da heb dich mal lieber schön für einen süßen Traumprinz auf. Weil ich glaube nicht, dass du so enden möchtest. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Das war, glaube ich, keine gute Idee, der Katze zu folgen. Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum 2. Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Mein Karnickel? Mein Plüschhäschen. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ach, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen.
echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Jo, gut, also da gibt's ein paar wenige Leute, die es gut mit ihr meinen. Ein paar Leute, die sie ausrauben wollen. Wenn man das Ende des Spiels kennt, dann wird das eigentlich alles viel klarer. So, ja, das ist die Zeit, in der wir spielen. Nicht gerade schön. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir deine Kehle befeuchten. Ich hätte ja Lust auf Gerstensaft. Auf Gerstensaft? Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie gespielt? Aber die Kostüme von der Alice sind schön, das muss man gestehen. Achso, ich habe euch auch noch gar nicht erzählt, was die dritte Möglichkeit wäre, wenn der Zui Bock hat. Wenn der Zui Bock hat, Rizzi 6 incoming. Das Wunderland. So, hier ist die Alice nicht ganz so... Alter, diese Stiefel sind schon echt creepy. Warum müssen die so lang sein? Und warum ist dein Kleid mit Blut befleckt? Naja, folgendes, die Alice ist in ihrem Wunderland und das Wunderland kommt damit nicht klar, dass der Doktor in ihrer Psyche darum eiert. Sehr aufreibende Reise, aber ich bin Prislos oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Ja. Wird aber auch Zeit, Alice. Grinsekatze. Verfalledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. What? Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. So wie du grinst, ey, kann ich dich nicht ernst nehmen. Willkommen im Tal der Tränen. So, wir können jetzt mit der Alice hier so ein bisschen steuern. Die Vögel sind irgendeinen Mix. Also ich gucke der Alice jetzt nicht unter den Rock. Ich wollte der Kuh hinterher gucken. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Nein, nein, ich bin nicht gestört. Ich bin nicht gestört. Nein, nein, nein. Ja, die Alice ist ins Wunderland geflohen, weil es ihr draußen zu viel wurde. Das Wunderland ist ein bisschen in Trümmern, weil der Doktor in unserer Psyche rumeiert. Und durch das Wunderland können wir uns aber wieder erinnern, was abging. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Ich rausgehen, weil dann kannst du ganz alleine in Ruhe kommentieren. Alles klar, ich sag dann Bescheid, wenn wir das Spiel wechseln und wieder was zusammenspielen könnten vielleicht. Jo, kannst du machen. So, diese Erinnerungen sagen uns... Alles klar, diese Erinnerungen sagen uns immer so ein bisschen, was wir können. Ich bin ein halber Frosch, das bedeutet, ich kann richtig gut springen. So, wir sehen auch gleich, warum das Tal der Tränen heißt. Nicht, weil uns das Ding zum Weinen bringt. Ich gucke immer hier solche Sachen immer ganz gerne ab, weil im Fall, dass da vielleicht was rumfliegt. Irgendwelche Lags oder so, wenn es da was gibt, liegt es am Spiel. An der Umsetzung. Jo, deswegen. Die Alice ist innerlich am Weinen und dadurch entsteht ein Fluss. Und dieser Fluss nährt das Tal und es gedeiht. Da hinten eine Schnecke, irgendwelche fliegende Radmuttern. Also wir können noch Doppelsprung machen. Und mit unserem... Wir müssen jetzt diesem Kind folgen. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame.
So, laut Spiel können wir ja nur einen Sprung machen. Manche Pilze hauen uns nach oben. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. In diesen Schlüssellöchern ist immer ein bisschen was zu finden, aber soweit so kommen, da kommen wir noch nicht hin. Da muss ich später nochmal rein. Trink mich, trink mich, trink mich. Ah, das muss ich auf die... Ah, das muss ich hier also... Das muss ich auch mal auf die Flaschen schreiben. Trink mich, trink mich, trink mich. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Also, sie soll da reinspringen, weil sie, auch wenn sie kein Badekostüm hat. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich, ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. Also ich finde Katzen ja in Ordnung, aber diese Katze... Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Genau. Wir können... Also ich finde diese Grinsekatze echt creepy. Jo! Mit dem Schluck auf können wir uns also klein machen und sehen sozusagen dann auch Sachen, die wir nicht sehen. Hier zum Beispiel, das sehen wir jetzt nicht. Das kommt nur, wenn hier... Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Baum. Also ist echt schon ein schönes Spiel eigentlich. Wir kommen jetzt hier zurück, okay. Hier kommen wir also zurück, okay. Und hier müssen wir dann weiter. Bei diesen Blumen ist es auch ganz lustig, die heilen uns und verlieren sozusagen Zähne. Die Zähne sind sozusagen Währungen, damit können wir später irgendwelche Sachen upgraden. Ja, das sind jetzt Riesenschnecken, die so langsam sind, dass der Baum auf ihnen drauf wächst. Also schon ziemlich strange, das Game. So, hier können wir nochmal hin. Hier gibt es bestimmt wieder irgendwelche Zähne. Die Zähne sind gar nicht so unwichtig später. Hier geht's also zum Haus. Interessant. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Große Rutsche im Hyde Park. Wo geht's denn hin? Och. Cool. Ich find's auch cool, dass die Rutschen so aufgebaut sind wie alte Schultafeln. Also, wenn du genau hinguckst, siehst du, dass da jemand mit Kreide schon drauf gemalt hat. Die Alice macht nichts Besseres, außer hier mit dem Arsch runter zu rutschen. So, die goldenen geben, glaube ich, 5. Die sind sozusagen so viel wert wie 5 Teile. Wir können hier ein bisschen bremsen und hier ein bisschen Gas geben. Wir können auch springen. Ich versuche einfach alles mitzunehmen. Und jetzt ist die Kacke hier schon am Dampfen. Also scheine ich die Erste zu sein, die verkackt hat, hier sowas zu landen. Ja. Wir laufen jetzt durch einen Fluss aus Blut. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Hier hat wohl jemand Hunger gehabt. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Das ist keine Vorpalklinge, das ist ein Küchenmesser. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Ja, jetzt geht die Alice voll ab. Die Vorpalklinge. Macht zerschnitt. Was macht Zerschnitzer zurück? Lässt sie tot zurück. Aha. Vorpalklinge für den einzelnen Nahkampf. Pipapo. Ja, kennen wir. Jetzt können wir hier ein bisschen rumeiern. Jetzt holen wir noch eine Erinnerung zurück. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben.
Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Ja, hier Tränen aus Blut. Alles nicht ganz so schön hier. Das Wunderland scheint wirklich in Trümmern zu sein. Also hier ist echt die Luzi am Laufen. Der Professor macht uns das ganze Wunderland kaputt. Er will ständig, dass wir vergessen. Das Wunderland ist aber eigentlich dazu da, um sich zu erinnern. Und ja. Sakura, das war mies. Das sind also die ersten Gegner. Schleichender Zerfall. Gruselig mit Babyköpfen. Wir können hier jetzt auch so ausweichen. Das sieht dann so aus, als hätten wir so Schmetterlinge. Wir können die Gegner hier auch so ein bisschen anvisieren. Also ehrlich, Sascha, du musst mir meine Tampons besorgen, sonst wird der Blutfluss zu groß. Nee, Quatsch. So, das sieht natürlich eigentlich ganz schön aus hier. Das mit den Schmetterlingen gefällt mir sehr. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwul klingt. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Ja, wer entscheidet denn, was unproduktiv ist und was nicht, lieber Professor? Dreckiger Sausack. Naja, auf jeden Fall, ich finde das Spiel eigentlich sehr schön. Drücke und halte die Leertaste während eines Sprungs, um Alice schweben zu lassen. Kann ich natürlich auch mit dem Controller machen. So, die Alice kann mit ihrem Röckchen schweben. Nein! Ja, das passiert, wenn man daneben springt. So, das muss man ein bisschen abwägen. Boah, das war aber ein knapper Sprung. Ah, stimmt, wir können ja mehrmals... nicht Idiot. Wir können ja mehrmals springen. So. Meine bevorzugte Waffe... Achtung, Spoiler-Alarm. Macht jetzt mal für 5 Sekunden die Ohren zu. Meine persönliche bevorzugte Waffe... ist ja das Steckenpferd. Ja. Auch genug Aufwinde. Die lässt er dann einfach aus ihrem kleinen süßen Därmchen entfleuchen. Ist aber schon... Kann ich irgendwelche Emotes... Nee, die ist emotionslos. Hallo, Oma! Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise, diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Alabasterhaut, ja natürlich, du olle Schabracke, ne? Du bist natürlich jetzt, du bist natürlich jetzt hier voll die Prinzessin, ne? Das ist klar. Ich glaube, es gibt noch einen ersten Teil von dem Spiel, den findest du aber, glaube ich, kaum noch. Und ja, wir haben jetzt ein Gewehr. So, die ersten Gegner sind irgendwelche Schrauben. Wir können jetzt hier mit der Pfeffermühle hier rumpusten und den Gegner ordentlich eine pfeffern.
Müssen aber aufpassen, die kann auch überhitzen. Am besten ist hier einfach die Auto-Aim-Funktion benutzen. Die ist am besten eigentlich. Boah, komm, drauf, die Sau. Komm. Ja, wenn die uns haben, dann haben sie uns. Und bei der Pfeffermühle müssen wir aufpassen, wenn die überhitzt. Und das sieht man oben rechts, dann braucht die eine Zeit, um sich wieder abzukühlen. Deswegen immer kurz davor vielleicht mal ein paar Sekunden Pause machen, jetzt nicht so wie ich. So, und da schon die erste Schweineschnauze. So, mit dem Right Stick können wir die Schnauzen pfeffern. Dann fließen die zurück und wenn wir genug Schnauzen haben, dann kriegen wir immer so eine Belohnung. Die sind nicht unwichtig. Jetzt haben wir nämlich auch die, hier können wir auch, nee, können wir noch nicht, oder? Nee, können wir noch nicht, okay. Wir sind jetzt erstmal zu der ollen Troller zurück. Oben links, die Rosenblätter sind unsere Leben. Auch sehr schön gemacht eigentlich. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Genau, den Herzkorb. Da legt die manchmal uns was rein. Das müssen wir. Oh, das war gut. So. Die Olle hat jetzt die Tür zugemacht. Ja, eine winzige Alice, klar. Fliegende Schweineschnauzen ist doch alles easy. Ich glaube, in den nächsten Krieg mit so einer Pfeffermühle und schießt sämtliche Leute ab. Oha. Manchmal, wenn die Ziele zu weit weg sind, dann können wir auch. Ach Mist, das hat nicht gereicht. Ich wollte auf die andere Plattform, aber das geht bestimmt. Oha. Oha, lass mich in Ruhe. Du bist nicht mein Typ. Die Alice steht nicht so auf Klammern. Äffchen. Das gefällt er nicht so. So, okay. Vielleicht komme ich. Ich glaube, bis zu 3 Mal kann ich das machen. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Das ist mies. Also, das Spiel ist nichts für Vegetarier. Definitiv nicht. So, ich will hier unten noch mal ein paar Gegner klatschen. Weil ich echt auf der Jagd nach Zähnen bin. Oh, Zähne. Oh, geil. Da reiß ich mir gleich mal welche raus und schieb die der Alice zu. Können wir wissen, wo die das Zeug hinsteckt. Und die im Röckchen kann ja nicht so viel Platz sein. Oder hat die da irgendwie versteckte Taschen? Nee, hat's nicht. Ah, nee, ich frag lieber nicht. So, aber weißt du was? Komm, das machen wir aus sicherer Entfernung. Ich pfeffer euch ein, ihr Lümmel! So. Da ist auch eine Schweineschnauze. Oink, oink. Die Alice kriegt keinen Freund. Ich glaube, die braucht auch keins. Was die im Wunderland so macht. Easy peasy. Der magische Schlüpper. Oh, geil, ehrlich. Den muss ich mir merken. Das ist der magische Schlüpper. Ich würde ja noch andere Sachen sagen, aber die passen da nicht rein. Wir wollen ja kinderfreundlich bleiben. Wohl auch dafür. Oh.
Okay, ich hätte da gar nicht so rüber rushen müssen. Die Schweineschnauze hat es geregelt für uns. So, okay. Hier rüber oder, weißt du was, ich werde das machen. Den Fünfer hole ich mir. Bayonetta ist auch so ein bisschen strange. Das ist auch eigentlich voll die Powerfrau. Zitat von Bayonetta. Ich interessiere mich nicht für Kinder und ich habe auch keine Lust, eigenwelche zu haben. Was allerdings das Machen angeht. Du sollst mal zum Augenarzt gehen, Mädchen. Was allerdings das Produzieren von Kindern angeht, das ist eine andere Sache. Also ihr könnt euch heute echt auf Cringe-Zeug, echt verstörende Spiele heute einrichten. Bin auch am überlegen, ob ich das vielleicht mal let's playen soll. Also es sind schon schöne Spiele, ne? Also wie gesagt, ihr kennt's ja. Auf solche Sachen immer drauf achten. Was könnte da wohl passieren? Oh! Magic! It's a kind of magic! Ah ne, bitte nicht. Sonst kriegen wir wieder mit der... Sonst kriegt man mit der GEMA noch Probleme. Eine Flasche, okay. Gibt's hier irgendwie eine Übersicht? Auf der linken Seite sieht man Übersichten, was in diesem Level gibt, im Kapitel 1. Jo. 3 von 14 Schnauzen gepfeffert. 8 von 26 gefundene Erinnerungen. Radularräume 0 von 0. Die sind unbekannt. Und 3 Flaschen. 4 mal die Rose rot an. Wenn wir die Rose rot anmalen, dann kriegt die Alice einen neuen Lebenscontainer sozusagen. Alter, diese Schleife ist ein Totenkopf. Die ganze Zeit am Hixen. Mädchen, sollst nicht so viel trinken, hä? Mensch. So, jetzt will ich mal kurz auf den Chat gucken. Magischer Schlüpper, okay. Ja, wow, Schnauzen fliegen können wir nicht. Sagt er, übt, spielt alles mit, ne? Oh, das ist schon creepy und deep as fuck, Sakura. Kein Wunder, dass du die Männer immer aus deinem Schlafzimmer treibst. Meine Seele ist so schwarz wie die Tränen, die aus meinem Kopf verfließen. Und ja. Musst du dich nicht mit irgendwelchen... Hey, willst du mit mir frühstücken, Mädchen? Besser nicht. Behalte das mal bitte für dich. Ich würde gern darüber. Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Da muss es noch irgendwas geben. Ja, nicht mit dem Leck. Nein! alles gut, Mädchen, alles gut. Vielleicht kann ich das irgendwie so ein bisschen triggern. Ja, hier müssen wir aufpassen, die machen Aua. Boah, du elender Lümmel! Kannst du nicht einfach die Alice klatschen, ey? Das geht doch nicht. Das Mädchen hat es nicht verdient, eine geklebt zu kriegen. Manche ja, die nicht. Haha, ich wusste's. Vorsicht, das ist nicht gut fürs Gleif. Pech geht, schwarzes Pech aus dem Inneren geht ganz schlecht. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfrosch. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Das ist doch das Wunderland, lass sie doch mal ein bisschen... Da merkt man schon, dieser scheiß Professor mit seinen, oh, das muss vergessen werden, das muss vergessen werden. Er macht das ganze Wunderland kaputt, dreckiges Arschloch, ey. Was er ist. Ach. Ich
muss den fliegenden Typ da oben. Alter, ihr geht mir auf den Sack gerade. Den da oben muss ich blätten, der macht nämlich immer bald wieder neue Feinde. Jetzt möchte ich natürlich auch da hoch. Hola Jan, lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle die weißen Weißer, um die Begegnung mit den weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerschienen gut gebrauchen und du erweiterst dein Waffenarsenal. So, wir können jetzt hier anfangen, Sachen abzugraden. Vorpalklinge Stufe 2. Oh yeah. Für die Pfeffermühle haben wir nicht genug Kohle. Deswegen immer schön. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Was hat denn der Hutmacher damit zu tun? Tränental, Spiegelbahn, aha. So, ich werde natürlich jetzt hier erstmal alles abgrasen. Hey, Schokotafel, grüß dich. Ja, jetzt hat die Sakura natürlich wieder voll Hunger. Jo, wir müssen jetzt den Hutmacher finden. Oh, Mädchen, lauf. Nein, das schaffst du. Oh, super. Die Alice ist toll. Die Frage ist, warum... Nein, ach so, ja. Nein, liebe Mädels, ich werde Alice nicht unter den Rock gucken. Keine Angst. Wir sind ja anständig. Die hat, glaube ich, genug Probleme. Ja, wir müssen jetzt den Hutmacher finden. Der weiß ungefähr, was in diesem Tal abgeht. Oha. Blöder Schleimbolzen. Bleib weg. Bist nicht mein Typ. Die Hino ist leider schon im Bett. Wundert mich. Die hat die ganze Zeit Monster Hunter gespielt. Und jetzt... Oh. Super. Also könnt sagen, was ihr wollt, liebe Damen. Ich mag diese Röckchen oder die Kleider, die Alice anhat, mit Schleife, mit dem Totenkopf. Ganz gerne. Leggings und diese langen, extrem langen Stiefel sind jetzt nicht so meins. Aber ist okay. Jetzt kommen wir in das Gebiet des Hutmachers. Ich muss gucken, wie lange wir das Spiel schon spielen, weil wir ja noch Bayonetta anspielen wollten. Aber das sind beide so Spiele, da kannst du ja schon mal schnell 2-3 Stunden reinstecken. Das sind also Geschirrler, die kämpfen mit... Hat der da... What? Also ich komme gerade nicht drauf klar, dass der eine Teetasse als Helm auf hat. Ein Teelöffel als Waffe. Und ein Zahnrad im Kreuz. Oh, diese Musik. Alice kann feindlichen Attacke ausweichen. Na komm, komm, komm. Bubidi-bub. Nope. Ja, jetzt steckst du fest im Boden. Ja, Schuss. Ja, der blockt natürlich. Und dann müssen wir warten, bis der angreift und dann draufhauen. Diese Musik, weiß ja, wirst du bekloppt bei. Also wenn du schaffst, die 2 Stunden anzuhören, komplett im Stillen und keine Angst hast, dann kannst du auch Zombies jagen. Na komm, spring. Komm, den pfeffern wir jetzt mit der Pfeffermühle. Na, hier gibt... Ja, okay, das, jetzt hat die Musik aufgehört. Jetzt können wir in Ruhe uns den
Das erste, das zweite habe ich nicht. Das gibt's leider nur für die Wii. Glaube ich. Ich hätte nur das erste. Ich muss aber.